Seit fast 3 Jahren fahre ich jetzt Mountainbike. Ich war in allen möglichen Ländern mit vielen guten Fahrern und Fahrerinnen unterwegs, bin Drops und Gaps und eine Menge anspruchsvoller Lines gefahren und mittlerweile läuft's eigentlich ganz gut. Ich bin nicht mehr der Langsamste, komme auch mit Jumps ganz gut zurecht und konnte meine Comfortzone in den letzten Jahren kontinuierlich ausbauen. Und trotzdem habe ich jetzt an einem 3-tägigen Fahrtechnik-Trainingscamp teilgenommen und es war wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen, seitdem ich angefangen habe, Mountainbike zu fahren. Aber fangen wir von vorne an. Herzlich willkommen mal wieder aus meinem Auto an einem Donnerstag im September. Es wird so langsam herbstlich. Ich bin gerade auf dem Weg nach Molveno zu einem Bucket Ride Camp. Bucket Ride, das sind Claudi und Roman. Ich durfte die beiden kennenlernen auf meinem Pressetrip nach Villach. Video verlinke ich euch hier oder hier. Dort haben mir die beiden auch erzählt, dass sie Fahrtechnik-Trainings anbieten in Verbindung mit Campen und coolen Bike-Trips an coolen Locations. Und dann dachte ich mir, das schaue ich mir an. Und das werde ich jetzt tun. Ich habe das ganze Auto vollgeladen. Es ist auf jeden Fall alles am Start. Normales Fahrrad ist hier. Hier sind die ganzen Bike-Klamotten drin. Schlafsack ist am Start. Bett frisch bezogen, Leute. Was geht ab? Und hier vorne, auch noch reingequetscht, steht das E-Bike, Kamerakram, Fahrradklamottenkram, normaler Klamottenkram. Nach Molveno, also nach dem Bucket Ride Camp, geht es für mich nochmal weiter nach Paganella. Wahrscheinlich werde ich da noch 1-2 Tage allein unterwegs sein. Und dann geht es weiter nach Brixen. Dort findet nämlich das Mountainbike Festival in Brixen statt. Dort treffe ich dann wieder die ganze Giant Crew. Das heißt, heute geht's los auf einen schönen langen Roadtrip und auf den nehme ich euch natürlich wieder mit, wie immer. Übrigens, der Kühlschrank geht wieder, was großartig ist. Yes! Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal an, wie so ein Bucket Ride Camp aussieht. Ich bin sehr gespannt und nehme euch mit. Let's go! So, Flat Pedals sind montiert. Das heißt für mich seit langem mal wieder keine Klicks. Ich bin sehr gespannt. Wir starten jetzt heute mit dem Bike-Check gleich. Das heißt, wir schauen uns die wichtigsten Teile am Fahrrad an, ob da wirklich alles in Ordnung ist, ob alles fest ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich die Pedale gewechselt habe, so gerne ich auch Klicks fahre für ein Fahrtechniktraining, bei dem es unter anderem um die Grundposition auf dem Rad und B- und Entlastung bei Kurven und Schlüsselstellen geht, sind Flats einfach besser geeignet, da sich Fehler damit schneller und deutlicher bemerkbar machen. Dann, lieber Flo, darfst du mal aufsteigen auf dein Fahrrad. Wenn wir bei den Bremsen sind, werfen wir einen Blick auf die Bremsbeläge. Nach einem kurzen individuellen Fahrwerk-Setup und Bike-Check ging es dann zunächst mal an die Grundlagen. Man kann immer schneller fahren, ja, und es funktioniert auch meistens irgendwie, aber davon wird man nur langsam besser. Und ich sag mal so, das war erstmal gar nicht so einfach zu akzeptieren. Ich meine, die Sonne hat geschienen, rundherum Berge und Trails, soweit man gucken konnte, und wir sind auf dem Grünstreifen am See um Hütchen gerollt. So komisch, so im Trockenen. Ja, ja, voll. Aber letztendlich ist es ja genau das, worum es bei der ganzen Sache geht. Also nicht um die Hütchen, sondern um das Zeitnehmen und Bewusstmachen. Wie steht man eigentlich gut auf dem Rad und wie fühlt sich das an? Versuchen wir wirklich mal, die Ellenbogen nach außen zeigen zu lassen. Das sind aber eigentlich gestreckte Beine. Ja? Nicht durchgestreckt und blockiert, sondern leicht, einfach normal. Es würde den Rahmen dieses Videos sprengen, alle Übungen im Detail wiederzugeben, aber grundsätzlich ging es erstmal vor allem darum, die Mitte zu finden. Oder anders gesagt, das Körpergewicht möglichst gleichmäßig auf Vorder- und Hinterrad zu verteilen und dabei möglichst viel Bewegungsspielraum zu schaffen. Tief und übertreibt ruhig dabei, ja? Weil je tiefer ich gehen muss, desto mehr muss die Hüfte auch machen. Ja? Logisch, weil wenn ich nur ein bisschen mache, dann macht die Hüfte auch nur ein bisschen. Wenn ich aber hier viel mache, dann macht die Hüfte auch viel. Ja? Das heißt, wenn ich tief runtergehe, dann darf die Hüfte nicht hier aufhören, weil dann lande ich auch wieder vorne. Ja? Also richtig mal runtergehen zum Lenker, übertreiben, tiefer, 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 Ellenbogen raus. Ja,
Kein Druck am Lenker. Genau, nehmt ruhig mit Daumen und Zeigefinger, weil dann spürt ihr nämlich, ob ihr Druck habt. Wenn ihr tief geht, dürft ihr keinen Druck haben. Wir haben uns also erstmal nur mit der zentralen Grundposition beschäftigt und dabei folgende Referenzpunkte ausgemacht. Das Kinn sollte sich ungefähr über dem Lenker befinden, der Bauchnabel über dem Tretlager, die Fersen sind abgesenkt, die Beine leicht gestreckt, die Ellbogen ausgestellt und ganz wichtig, kein Druck auf dem Lenker. Wir sagen immer, es gibt so ein schönes Mantra, schwere Füße, leichte Hände. Dieses Mantra war dann übrigens auch ein Thema, als es endlich auf dem Trail ging. Schwere Füße, leichte Hände, schwere Füße, leichte Hände. Hände, schwere Füße, leichte Hände. Leichte Hände. Die Erklärung dafür ist simpel. Während die schweren Füße Druck auf das Tretlager ausüben und damit für eine zentrale Lastverteilung sorgen, bleibt das Vorderrad dank leichter Hände manövrierfähig und die Arme können unverkrampft arbeiten. Das ist ja voll anstrengend, das immer zu sagen. Und ja, das klingt jetzt erstmal alles ziemlich theoretisch. Und ehrlich gesagt war die erste Abfahrt nach den ganzen Übungen auch ziemlich frustrierend. Denn natürlich wollte ich gleich alles neu Erlernte auf einmal anwenden. Was am Ende nur dazu führte, dass sich Radfahren so verkrampft und unnatürlich anfühlte, wie schon lange nicht. Dann würde ich mich nämlich bei euch immer ein Stück nach hinten fallen lassen und hinter dem nächsten wieder einreihen, um dann quasi immer mal vorauszufahren und dann auch hinterher zu fahren, um nochmal Feedback von hinten cool zu geben. Auf der zweiten Runde nahm ich dann Roman beim Wort und konzentrierte mich bei jedem Abschnitt auf nur eine Sache. Also zum Beispiel auf das bewusste Ansteuern der Hüfte oder die gestreckten Beine oder die abgesenkten Fersen und so weiter. Und so seltsam sich dieses Vorsagen für euch jetzt anhören mag, es hat tatsächlich extrem geholfen, sich beim Fahren einfach auf eine Sache zu fokussieren. Du bist nach wie vor ein bisschen zu hoch, aber du bist locker. Was halt fatal ist, ist, wenn man aufrecht und steif. Aber da bist du jetzt so, klar, du könntest tiefer runtergehen, hättest dann vielleicht noch mehr Reserve im Zweifelsfall so. Aber es würde jetzt im Moment nicht so viel verändern. Ja, okay, verstehe. Ja, wenn der Trail krasser ist, ist es ja noch was anderes. Genau, ne? Klar, es schadet nicht, das einfach mal zu üben und mal bewusst super tief zu fahren, ja. Ich mache das ja auch, also wenn ich jetzt vorfahre demonstrativ, dann fahre ich ja auch viel tiefer und viel statischer, als ich jetzt normalerweise fahre. Ja, du fährst auch schon sehr dynamisch halt. Ne? Mir schadet das auch oft nicht, wenn ich dann demonstrativ fahre, dass ich mal super tief wieder gehen muss, weil du dann auch wieder mehr die Hüfte aktivieren musst. Weil je tiefer du gehst, desto mehr musst du mit der Hüfte arbeiten. Ne? Deswegen schadet es nicht wirklich mal aus einer relativ hohen Position wieder richtig runter zu gehen, zu spüren, okay, Hüfte muss zurück und so, ja, um einfach mal seine Bewegungsspielräume auszunutzen. Am Ende des Tages hatten alle Teilnehmenden unterschiedliche Schwerpunkte für sich bearbeitet und eine Menge individueller Tipps und Feedback bekommen. Und so langsam wanderte das theoretische Wissen aus dem Kopf in den Körper und das Muskelgedächtnis. Und als wir den letzten Trail des Tages Richtung Molveno rollten, fühlte sich das Ganze schon deutlich entspannter und natürlicher an. Nein, 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 fahr, alles gut.
Geil! Hat Bock gemacht, Mann. Der erste Tag des Bucket Ride Camps war für mich super spannend und lehrreich. Ich meine, klar, ich habe schon viele gute Tipps zur richtigen Position auf dem Rad bekommen, die mir extrem geholfen haben. Aber ich habe mich noch nie so umfangreich und vielseitig damit beschäftigt, wie wir das heute gemacht haben. Und natürlich gibt es nicht nur richtig und falsch. Es gibt ja unterschiedliche Fahrstile, Vorlieben und Prioritäten. Was ich heute hier mitgenommen habe, sind eine Menge Ansätze, Zusammenhänge und handfeste Tools, mit denen ich selbstständig arbeiten kann, um weiterzukommen. Und ganz nebenbei haben wir uns schon mal ein paar Schlüsselstellen angeschaut und die ersten Grundlagen fürs Kurvenfahren gelegt. Ein Thema, das uns in den kommenden Tagen noch viel beschäftigen sollte, aber dazu mehr im nächsten Video zu diesem Camp. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und vielleicht ja sogar motiviert, selbst nochmal ein bisschen an der eigenen Grundposition zu feilen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, auch wenn ihr schon länger auf dem Rad sitzt. Und wenn euch das Format gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, denn bald geht's hier weiter mit der Königsdisziplin des Fahrradfahrens, den Kurven. Bis dahin genießt die letzten warmen Tage, wir sehen uns auf dem Trail, bis dann, ciao. Und was passiert jetzt? Mangiare!